Spannender Lesestoff. Also wen es interessiert, wie man Brücken baut, beziehungsweise wie man Lager ausbildet, ist dieses Buch definitiv das Beste, was es so gibt. Kostet aber auch 150 Tacken. Heute mal. Szenenwechsel, nein, der Boden ist nicht so dreckig. Ich habe gesehen, vielleicht so ein bisschen Farbe, die ich hinzugefügt habe. Der Boden ist einfach fertig. Aber ich lag hier halt gerade so spannend und las so vor mich hin. Und da ich jetzt wenig Bock habe, irgendwie auf großartigen Szenenwechsel, ich hoffe, man sieht mich nicht zu sehr in den Reflektionen im Screen. Nein, ich habe nicht so großartig Bock auf Ortswechsel, aber es wird mal Zeit, dass ich meinen Eingang leere, damit ich morgen wieder weiter fleißig spielen kann. So. Heute auf dem Plan. Das tatsächliche Level 3-3, nachdem ich beim letzten Mal schon der Meinung wäre, ich hätte es gespielt, dann aber feststellte, es war 3-4, kommt nun die Autobahn. Auf der Autobahn braucht man das Auto, um den seltenen Zombie zu kriegen. Das Auto haben wir jetzt weder dabei, noch weiß ich, wie man an den seltenen Zombie rankommt. Ich habe ihn einfach noch nicht erwischt. Das heißt, fahre auf der Autobahn. Schlangenlinien. Und dieser seltene Zombie wird sich zeigen. Oder so ähnlich. Tja, habe ich hier noch nicht geschafft. Auch lasst niemanden zu Schaden kommen. Dieser Bus ist so fies, der fährt halt immer weiter. Wenn man die Hindernisse in Form von Boxen auf der Straße beseitigt hat. Und blöderweise tauchen halt auch irgendwie immer an den blödesten Stellen Zombies auf. Und das ist mir bisher weder alleine sinnvoll geglückt, da was gegen zu tun. Noch mit Unterstützung von drei oder mehr Knöllchen. Also nicht Waffen, sondern Leuten, die wirklich mit mir laufen. Mitläufer quasi. Ja, keine Ahnung. Ich habe noch kein Geheimmittel gefunden, wie man das wirklich hinkriegt. Darum ist das auch mittlerweile schon gar nicht mehr mein Anliegen. Ich will einfach nur noch dieses Level wenigstens mal den seltenen Zombie haben. Und wahrscheinlich bleibt dieses dann als letztes übrig. Weil das ist einfach zu lästig, so am Anfang sich immer so durchzuwursteln und dann am Ende doch eins auf die Mütze zu kriegen. Darum hier jetzt einfach mal der Rush durch, mehr oder weniger. Ne? So. Zu bemerken sei, dass auch in diesem Level aus den Boxstapeln gelegentlich Gegner hüpfen können. Manchmal sind sie auch relativ stark sogar. Ach ja. Ist jetzt die Frage, was habe ich da zerlegt? Die Gegner scheinbar noch nicht, sondern wahrscheinlich eher die Kisten, die da oben stehen. Ansonsten auf dieser Seite stehen grundsätzlich keine Leute. Da kannst du hinrennen, wie du willst, da steht keiner. So, der Bus wartet, wie gesagt, darauf, dass die Straße frei ist. A la Independence Day, Gentlemen, räumen wir die Straße frei. Sobald der Bus losgefahren ist, hüpfen hier Knilche aus dem Boden und, was man jetzt nicht gesehen hat, hinter dem Boxstapel, der da ist, kam dieser Springteufel heraus. Ein äußerst lästiger Zeitgenosse. Der Bus hält übrigens an, wenn du dich selbst direkt davor stellst. Bei anderen Mies fährt er weiter. Er schiebt sie genüsslich zur Seite. Komm, komm, komm. So. Hier unter dem kommen jetzt, wenn man näher kommt, Zombies rausgekrabbelt. Man muss aber auch sagen, wenn der Bus weiterfährt, kommen von oben noch welche runter. Also quasi, falls ihr da jetzt irgendwie drauf aus seid, das alles gut hinter euch zu bringen, müsst ihr das berücksichtigen.
Dann stehen hier wieder Kisten im Weg, glücklicherweise. Man kann erstmal dran vorbeirennen. Das hier ist übrigens die Stelle, wo ich glaube, dass man definitiv eine Spezialattacke anwenden muss mit, von dem Auto, weil diese Zombie-Reihe hier, die steht so in Schlangenlinien, die muss man garantiert abfahren und in eins erledigen oder sowas. Habe ich noch nicht geschafft, ist schwierig. Hier kommt noch einer rausgehüpft, der eine goldene Kugel verteilt. Bevor es die goldene Kugel allerdings ist, ist es immer der versteckte Hutschein in diesem Level. Wenn ich mich recht erinnere, ist schon länger her. So, noch wieder ein versteckter, donutfressender Mopskopf in einem Boxstapel. Da vorne kommt jetzt eine sehr blöde Stelle, da steht nämlich links und rechts des Fahrweges, der Fahrrinne, diese komischen Rumspucker. Und die sind echt lästig. Man kann sie quasi so ein wenig überlisten, weil die spucken immer geradeaus. Das geht an dieser Stelle noch. Irgendwie, indem man den Bus nämlich hinter sich hält und vielleicht sogar durch Unterstützung von anderen Mies, die quasi drauf losrennen und dem so ein bisschen, denen so ein bisschen auf die Mütze geben. Später gibt es aber noch andere fiese kleine Lumpen, die ihr noch sehen werdet, die das Ganze noch ein wenig ärgerlicher gestalten. Hier fliegt gerade eine Obstfliege herum. Das ist ziemlich lästig. So. Hier hinten passiert erstmal nichts, wie Sie sehen. Das wird sich aber schlagartig ändern, sobald wir den Bus weiterfahren lassen. Wenn der nämlich jetzt hierher kommt. Ja, wo bleibt ihr? Okay, dann habe ich wohl mal ausnahmsweise gefailt. Nicht, dass ich das sonst nicht auch andauernd tue. Jetzt würde ich gerne die Waffe wechseln, um mir die Spezialattacke von dieser hier noch aufrecht zu bewahren. Habe ich aber leider vergeicht. Tja, schade. Ja, das war jetzt wieder die Stelle. Ich hatte jetzt gehofft, durch das Dancen hier die, ne, die jetzt erscheinenden quasi aus dem Weg zu räumen. Aber der, der schon da war, hat leider schon sein Übriges getan. Und es sei dazu noch angemerkt, es tauchen hier hinten jetzt noch weitere auf. So, der Bus fährt nämlich an dieser Stelle dann einfach weiter. Wie man sieht, es hätte klappen können. Ich habe jetzt nicht mal den, also was in diesem Level auch sehr schwer ist, den strategischen Tod zu wählen, weil der Bus fährt, wie gesagt, an dieser Stelle dann einfach weiter und lässt einem nicht mehr die Zeit, sich vor ihn zu stellen und sich dann vielleicht von den Viechern Platz zu machen. Die Viecher sind nicht stark genug, um den Bus zu sprengen, die paar, die hier auftauchen. Sie sind auch nicht stark genug, um dich selbst zu erledigen, wenn du mehr als eine Waffe hast oder zwei. Tja, schwierig. Und lästig. In erster Linie lästig. So, wie ihr seht, habt ihr wieder nichts gelernt durch dieses Level, außer dass es ein ziemlich blödes ist. Und in diesem Sinne, viel Schaden hat er nicht genommen, ne? Also, hätte klappen können mit diesem Aufgebot an Waffen, hat nicht geklappt. Dementsprechend werde ich jetzt ein weiteres Mal meinen Eingang leeren. Und dann gucken, ob ich vielleicht im Maisfeld, im Level 3.5, vielleicht mehr zustande kriege.